Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Prison Architect. Und ja, Freunde, wir sind immer noch auf Sparmaßnahmen. Wir haben zwar jetzt ein bisschen bekommen durch unsere neuen Gefangene, die wir auch direkt uns hier anschauen. Einer ist dabei. Okay, ne, zwei sind dabei. Das ist natürlich nicht so schön, aber ja, wie gesagt, ich mache das für mich. Hier ist noch einer, ne? Dass ich die einfach besser erkenne, die auf die höchste Sicherheitsstufe zu setzen. Haben wir denn überhaupt noch irgendwo einen legendären oder so? Da ist noch einer, wo wir nicht erkannt haben. Moment. Den müssen wir jetzt auch noch machen nebenher. Das muss halt sein, das ist so, sind so kleine Sachen, wo wichtig sind, wie ich finde. Dann haben wir... Das sind... Was sind das für Zellen? Warum werden die mir angezeigt jetzt? Und warum andere nicht? Achso, weil das alleinige Zellen von denen sind. Okay, okay. Ich habe mir jetzt gerade Gedanken gemacht, warum mir hier nichts angezeigt wird davon. Infos. Also hier, Infos. Das wollte ich. Ich wollte nämlich gucken, ob wir noch mehr Legendäre haben. Wo wir irgendwie durchgerutscht sind. Obwohl, ich habe auch nicht mehr so gut geguckt. Hier ist aber noch ein Bandenmitglied. Hier ist noch ein Bandenmitglied. Jetzt komm. Jetzt. Wie sie sich sträuben hier, ne? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hab euch erwischt. Damit kann ich das nämlich auch machen. Das ist gut. Ansonsten sehe ich jetzt keinen legendären oder so. Aber brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben gesehen, wie schnell die durchdrehen und wir dann Probleme kriegen. So, wir haben jetzt 19.000 Freunde. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Baumschule. Nicht zu groß, aber zumindest fangen wir mal an damit. Forstbetrieb heißt jetzt, okay. Würde sagen, hier hin oder hier unten? Ne, hier unten haben wir nicht so viel Platz. Wir machen die hier hin. Hier wunderschöne Baumschule. So in dieser Größe ungefähr erstmal. Und jetzt geben wir wieder Geld aus. Denn um Geld zu bekommen, müssen wir Geld ausgeben. So traurig wie es ist. So, wieder 7.600 für Bäume. Yay! Halt, aber jetzt brauchen wir noch mehr. Ach du Scheiße. Was ist... Oh nein! Oh nein! Pause. In der Küche ist ein Feuer ausgebrochen. Ja, danke. Das ist das, was du mir jetzt sagen wolltest. Notfall. Notdienst. Feuerwehr, beide. Die kosten mich 200. Das ist aber ziemlich frech. Und ihr geht dann beide erstmal hier hin. Und versucht das irgendwie in den Griff zu bekommen. So, jetzt machen wir schneller hier. Hoffe ich, dass wir das relativ schnell jetzt in den Griff bekommen hier. Wir machen mal ein bisschen langsam. Oh, das ist aber laut. Ihr könnt ja schon mal ein bisschen reingehen. Hauptsache ihr verbrennt euch nicht, das wäre blöd. Ja, geht mal hier hin. Und ihr geht mal hier weiter. Ihr geht jetzt mal hier hin und löscht das Feuer bitte da. Gut, wir scheinen es im Griff zu haben. Okay. Jetzt muss es natürlich auch noch brennen bei uns. Warum auch nicht? Ne? Wir haben ja keine anderen Probleme hier in unserem Knast. Versorgung. Jetzt natürlich unser Stromnetz zusammengebrochen hier. Alles verbrannt und so. Das ist ja unschön. Aber das kriegen wir wieder hin. Das haben wir. Die löschen ja immer noch. Sag mal, wo brennt es denn noch? Was ist denn das für ein hartnäckiges Feuer hier? Was soll das? Okay, jetzt haben wir es. Okay, jetzt könnt ihr wieder gehen. Danke. Danke euch. Jetzt muss erstmal repariert werden und so. Und unser Boden ist kaputt und so, ne? Und Wasser ist auch kaputt, sehe ich gerade. Die Wasserrohre. Nicht das Wasser ist kaputt, die Wasserrohre sind kaputt. Ja. Ja. Läuft ja super. Ah, es gibt hier nichts, wo wir irgendwie... Wir haben es aber zumindest relativ schnell in den Griff bekommen, aber... Es gibt hier keinen Tag, wo wir einfach mal Ruhe haben, oder? Gibt's sowas bei uns? So, was ich machen wollte, da muss, hier noch ein paar Gärtner, zumindest keine Ahnung. Vier Stück. Haben wir wenigstens sechs Gärtner, weil die haben jetzt ziemlich viel zu pflanzen hier. Echt ein Problem. Und jetzt sieht es auch noch so scheiße aus. Und es dampft immer noch hier. Ja gut, das Essen kriegt heute eine schön rauchige Note.
Wie ihr wisst, immer alles positiv sehen. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Gut, kein Problem, Jungs, kein Problem. Wir kriegen das alles hin. Es ist alles gut im Knast. Oh Mann, oh. Ich bin echt am Verzweifeln mit diesem Knast hier. Ich weiß nicht. So, jetzt aus Wut machen wir jetzt eine Razzia. Einfach aus Wut jetzt. Wie sieht's denn eigentlich aus mit den Bedürfnissen? Sieht eigentlich ganz gut aus. Aber da gibt's jetzt richtig Ärger schon wieder, wie es aussieht im Moment. Moment. Kommt mal hier runter und ihr habt Schuss gesehen. Es ist mir egal, ob Leute sterben. Wenn sie hier Scheiße machen, dann machen wir schnell Ruhe. Okay. Hat sich schon erledigt. Es gab 5 Tote. Ja. Damit müssen wir leider auskommen. Ne? Wir haben die harten Jungs ausgewählt und... halt mal. Warte mal. Da geht's ja noch weiter. Moment. Hier, meine Cops. Kommt mal hier rein. Ihr habt immer noch Schussbefehl. Habt ihr das jetzt geklärt? Jetzt ist geklärt, okay. Gut. Und 2 Wärter sind auch wieder gestorben. Das ist nicht gut und nicht schön, aber... Ja gut, ich tue mich immer schwer, wenn es heißt Berufsrisiko oder so. Finde ich immer relativ blöd, auch wenn es irgendwo stimmt, aber... Ja. Die haben ziemlich viel erwischt hier, sogar unsere Hundeführer. Unsere Hunde sind bestimmt tot. Ach, das ist doch kacke. Ja, jetzt werden erstmal wieder ein paar eingesperrt, ne? Weil wir finden jetzt natürlich auch noch ganz viele Sachen. Ich glaube, die Razzia hat denen nicht gefallen. Das könnte sein. Das könnte sein, Freunde. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Ja. Was nun? Wieder warten. Leute, ich hoffe, es ist nicht so langweilig für euch, dass wir hier viel warten müssen wegen der Kohle und so. Es ist halt, ja, es ist halt blöd, ne? Was ist unser Knast jetzt wert? Nichts mehr. Schön! Okay, mit dem Verkaufen hat sich's gerade auch erledigt, ne? Ach du Scheiße. Ah, Hilfe. Aber gut. So, die reparieren wieder die Leute, das ist gut. Werden abgeholt, das ist auch gut. Hier liegen sie noch verletzt rum, das ist ihr Pech. Kümmere mich jetzt darum auch nicht mehr, das sollen sie selber machen. Ich höre schon wieder hier Gemecker. Wir haben fast alles durchsucht. Haben ziemlich viel gefunden, wenn man sich... Oh, 9 Handys, geht's eigentlich noch? 3 Schlüssel. Bohrmaschine ist nicht gut, damit kann man Tunnel graben, das... Wissen wir aus unserer selber, wo wir selbst ausbrechen wollten. Oder sind sogar. Einmal haben wir es geschafft, ne? Und dann habe ich keine Lust mehr drauf gehabt. Ja, stimmt. Der Ausbruchsmodus hier. Taser sogar. Alles Mögliche. Die haben alles, die Leute hier. Wahnsinn. Wie die das immer herbekommen, Freunde. Und wenn ich ehrlich bin, gefällt mir das gar nicht, dass hier der Besucherraub so nah immer am Geschehen ist, wenn es Ärger gibt. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut, Freunde, weil wenn die mal hier reingehen, ein paar Besucher verkloppen, ich glaube, dann kriegen wir richtig Ärger. Ich glaube, dann ist die Kacke noch mehr am Dampfen, wie sowieso schon. Es kommen wieder 10 neue, dann haben wir 100. Ja, gut. Kommen noch 3 Plätze, werdet ihr aber jetzt durchsuchen können, Freunde. Wo sind sie denn, die 3 Plätze? Man weiß es nicht so genau, ne? Müssen die Bäume durchsucht werden? Nee. Da ist noch einer, wo durchsucht werden muss. Ah, das ist der letzte, okay. Das werdet ihr jetzt wohl hinkriegen, hoffe ich, ja? Den noch zu durchsuchen, das wäre sehr schön. So, das war's, okay. Wie sieht's denn jetzt aus mit der Stimmung? Bombenstimmung haben wir hier. Ja. Na gut, Nahrung, ja. Habt ihr euch selbst zuzuschreiben, ne? Ihr habt wieder Scheiße gebaut, dann gibt's halt nichts zu essen. Warum geht denn das jetzt so runter? Hä? Muss ich jetzt auch nicht verstehen, oder? Warum das jetzt runter geht? Es ist gerade Schlafenszeit. Okay. Ach so, das...
Doch, nee, das Rote geht auch runter. Warum? Sind jetzt über einen gewissen Punkt und haben nicht mehr so viel Hunger? Könnte sein. Wenn ich lange nichts esse dann, und Hunger habe und dann nichts esse und warte, dann ist es genauso. Dann vergeht einem der Hunger irgendwann. So, es wird geduscht und ich hoffe jetzt ohne Ärger. Obwohl, die duschen sie jetzt momentan. Kriegen wir es hin. Ich glaube, es war echt das Problem, dass wir morgens 2 Stunden geduscht haben. Das war nicht so gut, glaube ich. Das sind so Kleinigkeiten, wo echt hier einen Unterschied machen können, aber Hygiene sieht immer noch nicht gut aus. Das ist auch nicht gut. So, jetzt gibt es erstmal Essen, lecker Essen für unsere Leute hier. Vielleicht beruhigen sie sich insgesamt. Das wäre schön. Das wäre gut. Ja, jetzt hatten wir in dem Knast auch schon ein Feuer. Mal sehen, was uns als nächstes noch erwartet hier. 76% sind satt. Der Rest ist wahrscheinlich in der Einzelhaft. Ja, da kommt noch ein Nachzügler. Ja, jetzt hol dir aber schnell was, mein Freund. Ganz schnell. Oh, lecker Speck hat er sich geholt. Lecker Speck. Aha. Gut, jetzt kommen wieder neue Gefangene. Nochmal 10.000, das ist gut. Wir hatten nicht mehr viel Geld. Jetzt müssen wir natürlich hier warten. Halt, Moment. Da ist ein Bandmitglied. Dann machen wir direkt wieder so. Und der Rest sind keine Bandenmitglieder anscheinend. Wir schauen hier nochmal. Doch, da ist noch einer. Warum wurde mir das nicht angezeigt? Das ist frech. So. Okay, das hätten wir auch. 14.000 auf der Uhr, das heißt weiter sparen. Ja, und einfach hoffen, dass die nicht komplett durchdrehen und wieder einen Aufstand anzetteln. Das wäre sehr, sehr unschön. Aufstände sind nicht gut. Naja, gut, Freunde. Wie auch immer. Oh, nein, lass das. Wie auch immer. Das war's erstmal für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Einschalten. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.